Hey Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Modded Survival. Tja, wo wir aufgehört haben, letztes Mal, da habe ich mich voll geirrt mit dem Gang hier zur Schlucht. Die hier. Die werden wir aber heute noch nicht ausbauen, weil ich noch nicht genug gute Sachen habe. Heute werden wir uns zuerst mal hier um diesen Gang kümmern. Den werden wir jetzt noch auskleiden zuerst. Dann werden wir hier, wird das wahrscheinlich der, gehen wir hier so entlang, dann gehen wir hier nach unten in einer Treppe. Dann wird wahrscheinlich hier irgendwo mal der Nether Portal Raum sein. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Schauen wir mal. So. Fangen wir an. Ja, dass ich jetzt nur Steinsachen habe, ist nicht sehr vorteilhaft. Oh, 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 oh. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Okay, Uhr an. Okay, jetzt ist gut. Jetzt kann ich nämlich richtig erst aufnehmen. Dann weiß ich auch, wie lange ich schon aufnehme. Sonst habe ich wieder keine Ahnung. So. Hier muss alles jetzt von der Wand weg. Es wird wahrscheinlich auch diese Woche noch wird es ein Video geben. Also nächste Woche wird es ein Video geben über die kleine Adventure Map, die ich gemacht habe. Ich werde euch die verschiedenen Areale zeigen, die ich gemacht habe. Natürlich wird der Block falsch gewechselt. Werde ich euch die verschiedenen Areale zeigen. So, noch zeigen, was ich noch ändern werde, weil es gibt auch schon Sachen, die ich fixen muss. Es sind aber nicht sehr gravierende Sachen. Und ich habe keine Schaufel. Es sind nicht sehr gravierende Sachen, sind so kleine. So Details einfach, die ich das sind einfach so kleine Sachen, die ich noch ausbessern muss, zum Beispiel wie man spawnt, wenn man die Welt runterlädt. Es wird vielleicht auch vorkommen, dass ihr meine Map bei einem größeren YouTuber sehen werdet mit wenn ich mich nicht irre, 80.000 Abonnenten. Wenn er meine Map spielen wird, hoffe ich natürlich sehr, würde ich mich auch drüber freuen. Und ja, das wird aber später noch diese Woche kommen. Vielleicht wird es auch nächste Woche sein. Wenn ich genug Zeit habe, werde ich es wahrscheinlich noch aufnehmen können. Da freue ich mich auch schon recht drauf, wenn der mir dann auch noch eine Bewertung zur Map gibt. Natürlich habe ich noch meine eigene Meinung zu meiner Map. Die ist echt cool geworden. Es hat für eine 10 bis 15 Minuten Map habt jetzt viel Action, habe ich viel Action eingebaut. Kleiner Spoiler, man kann Flugzeuge abschießen, man kann einen Helikopter vom Himmel holen. Und ich hoffe, wenn ich sie dann für euch auch noch zum Download freistelle, dass ich dann auch noch von euch ein kleines Feedback bekomme. Das finde ich nämlich auch noch cool, damit ich weiß, wie so eine Map bei euch ankommt, weil ich ja ein Projekt geplant habe, welches ja Let's Make an Adventure heißen wird oder Let's Make a Jump Map. Und ich habe noch vom gestrigen Bauen der Adventure Map habe ich noch die Renderdistanz auf Far. Die muss ich natürlich auf Normal stellen, sonst wird das Minecraft wieder ruckeln. Wie verrückt.
Und da habe ich wieder keine Lust drauf. Also, Renderdistanz runter und ohne Lag spielen. So, dann noch der Boden hier. Hoffentlich reicht's noch. Dazu muss ich nochmal das Minecraft abschalten, damit ich den Timber Mod reintun kann. Es sollte eigentlich nicht sehr schlimm sein. Und ich sehe. Ja, das ist kein Dungeon, das ist der Berg einfach. Oben auf der Minimap habe ich gemeint, ich sehe einen Cave. War aber jetzt nicht so. So. Okay, dann sind wir mal hier drin ein bisschen schon fertig. Und dann können wir hier noch runterbauen, damit es wie ein kleiner Schaft aussieht. Okay, hier sind wir jetzt fertig. Das sieht schon cool aus, hier mit dem Übergang. Hier Rip for Dancing Block. Der ist aber beim letzten Mal schon wiedergekommen, als der Sapling gebackt hat. Voll Essen habe ich jetzt. Oh, ich habe genug. Dann lasse ich das mal kochen. Die Eier werde ich noch nicht wegschmeißen. Die brauche ich dann noch. So. Jetzt begeben wir uns ein bisschen runter hier. Dann geht's hier runter. Und Gravel werde ich wahrscheinlich auch noch brauchen hier. Und wahrscheinlich auch noch Fackeln. Das sollte so gehen mit dem runter und rauf gehen. Muss es halt zwischendurch immer die Renderdistanz verkleinern, vergrößern, weil so nämlich die Bilder pro Sekunde hochgehalten werden. Das möchte ich ja auch, damit ihr ein besseres Bild habt und so weiter. Und wieder arbeite ich ja schon die ganze Zeit dran, mit dass ich bin jetzt am Schauen wegen einem neuen Computer. Natürlich alles für euch, damit ihr auch eine bessere Bildqualität, also lagfrei schauen könnt. Im Sinne, dass ich lagfrei aufnehme. Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich hier den Schacht nach unten habe. So, dann kommt hier wieder eine Fackel hin. So, das habe ich wirklich sehr wenige Mods drin. Da mir ja jemand aus meiner nächsten Nähe gesagt hat, ich soll nicht mehr so viel reintun, wird trotzdem noch ein Modded Survival sein. Weil einfach so, weil ich am Anfang schon sehr viele Mods drin habe und sie werden auch wieder reinkommen, sobald ich den besseren Computer habe. Mit dem neuen Computer wird auch meine Schulzeit mal zu Ende sein, dann kann ich nämlich auch mal richtig schön Projekte aufnehmen und so weiter. So. Machen wir uns eine neue Pickaxe hier. Dann machen wir
hier mal eine Steinspitzhacke oder zwei. So, gehen wir schlafen? Ja, das machen wir. Ah, die Sonne geht ja jetzt gerade unter. Dann kann ich ja noch ein bisschen weiter bauen hier. Den mache ich mal zu, damit hier niemand reinkommt. Ganz besonders Creeper nicht, weil ich die hasse. Scheiß Creeper. So, dann machen wir hier mal den Gang hier weiter. Ah, mit der Minimap kann ich auch gerade sehen, wie viel Platz das ich hier unten habe. Ja, das habe ich hier noch drüben noch ein bisschen Platz. Und hier braucht es eine Fackel, sonst werden wir hier die Monster spawnen. Machen wir hier mal einen Quergang rein. Natürlich wieder drei groß, das gibt so ein molliges Gefühl, möchte ich mal sagen, von der Größe des Portals wird es dann natürlich auch noch stimmen. Wahrscheinlich wird hier auch noch unser Potion-Raum sein, in dem wir uns die Tränke machen können und so weiter. Das wird alles noch kommen. Und ich wurde auch schon das Wochenende mehrfachs persönlich, wurde mir persönlich geschrieben, dass meine Videos total cool seien und sie seien echt gut und so weiter. Das kann ich nur... Ich habe auch bei den die mir das geschrieben haben, waren auch zum Teil keine und größere Let's Play, war einer dabei mit 500 Abonnenten, musste ich einfach sagen, du musst mir keine Komplimente schicken, du sollst eigentlich Komplimente bekommen. Der hat nämlich sehr gute Videos gemacht. Werde natürlich den Link nicht in die Beschreibung tun, aber ihr könnt ihn selber suchen. Den Namen wird... Ah, der heißt Multigamer. 377, den empfehle ich, der macht nämlich der spielt Shooter Games und andere solche Spiele. Der hat eine richtig gute Videoqualität und bei dem könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr seine Videos mögt, könnt ihr mal ein Like dort lassen oder ein Abo vielleicht auch. Ich bin da ganz sozial und unterstütze den auch, ehrlich jetzt gesagt. Und weil wir sind ja eigentlich beide so kleine Let's Player. Also er ist ein größerer Let's Player als ich, das ist schon klar. Also, dann wird dieser Raum ein bisschen größer. So, mal machen wir die Render-Distanz ein bisschen größer, damit das Minecraft wieder schön sauber läuft. Wird halt ein bisschen nervig sein, dass ich zwischendurch die Render-Distanz umstellen muss. Ist aber auch nur zu eurem Besten. Und ihr könnt euch ja dran gewöhnen. Oh, auf der Map sehe ich einen Villager-Zombie. Seht ihr den ganz oben? Sieht aus, als hätten wir rechts von uns einen Dungeon. Dungeon. Natürlich einen Cave. Den werde ich natürlich auch noch ausleuchten, zubauen, damit wir hier kein... Sieht, der Dancing Block kommt immer wieder. Immer wieder kommt der Dancing Block. Sieht jetzt, ist er dort unten. So. Und dort ist er schon wieder. Den lassen wir hinter, wird immer wieder ein bisschen kommen hier. Seine Gesellschaft schätze ich auch ein bisschen hier in der Welt, in dem wir natürlich alleine sind. Okay.
Wie groß ist jetzt der Raum? Der hat. Der ist genau genug groß. Dann kommt hier das Portal hinein. Hier kommt dann das Portal. Der Creeper unter uns oder oben an uns? Seht ihr Dancing Block schon wieder hier? Der wird uns auch immer überall hin verfolgen. Das macht auch gar nichts. Der ist genau oben an uns. Hier. Okay, dann kommt hier das Portal hin, wo die zwei Säulen.